Ja. Blöd, wenn man für jeden Server, für jedes Account ein eigenes Passwort hat, ey, das ist ja. Da natürlich nahe zu kommen, das ist echt eine hohe Kunst. Okay. Holz. Wir brauchen unser gesamtes Holzvorrat. Da. Und das andere schmeiße ich mal jetzt hier rein, damit mein Inventar ein bisschen aufgeräumter ist. So. Easy. Das Holz können wir eigentlich auch mit gebrauchen. Das können wir als Fillerholz benutzen, wenn wir zum Beispiel Stöcker brauchen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was brauchen wir alles. Also, wir wollen Dwarver bauen. Und zwar die ganz normalen. Heißt also, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir das Holz hier benutzen, das Kiefernholz, dann bekommen wir die. Das ist aber auch gültig für das Rezept. Bekommt man dann eins von den beiden zufällig oder was? Oder ist es eher so gedacht, dass man normalerweise das hier bekommt, bei dem das, bei dem das, bei dem das und bei allem anderen dann das? Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, ob das funktioniert. Weil normalerweise, wenn man zwei Objekte hat, wenn man zwei Rezepte hat, die das gleiche Rezept benutzen, dass dann halt nur eins von den beiden Rezepten gültig ist. Das heißt also, man kann das andere von den beiden gar nicht bauen. Das wäre natürlich witzig, wenn man jetzt dadurch das hier gar nicht bauen kann. Gut, also zuallererst brauchen wir auf jeden Fall ganz viele Kisten. Wisst ihr was? Rein zum Testen. Ich mache erstmal Fertigungsraster alle. Ach ja, ich brauche erstmal Holz. Alles. Bumm. So. Dann einmal als Kreis. Ich mache jetzt erstmal nur 40. Die lasse ich erstmal alle da. Und versuche mal jetzt, ob ich hiermit diese helleren oder die normalen bekomme. Doch, ich bekomme damit echt die helleren, die hier. Gut, dann scheint das also tatsächlich dafür zu sein, dass alles andere halt denn das ist und die Holzsorten, die hier genutzt werden, auch dann tatsächlich die erzeugen. Diese Effekt kannte ich tatsächlich noch gar nicht, das ist ja geil. Muss ich mir echt merken. Nice. Gut, okay. Die wollen wir natürlich nicht haben, ganz klar. Von daher machen wir hieraus auch bitte Kisten. So, jetzt haben wir. Ah ja, komm. So. Achso, wir brauchen noch Holz. Ach, schon wieder. Ah, wir brauchen eine ganze Menge Holz. Alles. Erstmal reicht das. Ach, siehst du, hier haben wir auch noch Holz. Können wir auch gleich hier noch rausballern. Daraus machen wir auch gleich nochmal Kisten. Ah, passt natürlich nicht ganz, war klar. Alles. Fuck off. So. Okay. Jetzt kommt's. Wie viel brauchen wir überhaupt? Nochmal. Wir haben hier immer 15 Stück, ne? 3, 5, genau. Das heißt also, wir brauchen 12, also hier brauchen wir 30 plus 24. Das sind also 54 hier. Dann haben wir da 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30. Das sind 5 mal 30, also 150, also 204 brauchen wir insgesamt. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. 204, okay. Dann brauchen wir also, boah, da 204, das mal 4. Well, kann ich jetzt nicht mehr rechnen, sind 816 Kisten brauchen wir. 816 Kisten, kann das sein? Nee, halt, stimmt gar nicht. Nee, wir brauchen 204 Kisten, weil eben aus jedem Rezept bekommt man ja 4 von diesen Dingern. Also brauchen wir auch nur 204 Kisten. Heißt also, ich habe 54, wir brauchen also noch 200. Oh ne, 150. Da. Hä? Och man, Ronny, Deppel.
Gut, ein bisschen was brauchen wir noch? Er reicht gar nicht aus. Gut, okay. Wir brauchen jetzt noch 3 Kisten. Bam. Okay. Das haben wir. Dann sollten wir jetzt eigentlich genau. Da. Das alles bitte hierauf. Du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da. So. Und das Holz jetzt mittendrin. Wir haben gar nicht genug Holz. Och Mann, ey. Alle weg hier. Nicht zu viel gleich mit einmal. Also, wir haben 51 Felder. 51 mal 5 sind 255 Holz brauchen wir. Dann haben wir hier schon mal 200. Jetzt haben wir 200, 250. Okay, wir haben also schon mehr als genug. Gut, mehr Holz brauchen wir also nicht. Du kommst wieder raus. Ja, sorry, wenn ich laut rechne, mittels Denken, aber ich versuche es, damit ihr es so nachvollziehen könnt, wie ich rechne. Damit die Leute, die das interessiert, mitrechnen können quasi. Auch wenn das wahrscheinlich keiner macht. Ich bin allein auf der Welt. So. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich bin es gewohnt, alleine zu sein. Oh, traurig. Okay, da war klar. Da fehlt noch ein Holz. So, das müsste jetzt genau ideal passen. Wenn ich sterbe. Okay. Da. So, und wie ich habe mich verrechnet, dann bringe ich mich um. Wow, das ist die spannendste Arbeit, die man haben kann. Kisten aufstellen, ey, wer kommt bloß so eine Scheiße? Ah, zum Glück ist es relativ schnell gemacht, von daher. Ach ja. Wir könnten natürlich auch, weil wenn man hier hochkommt, dann wäre es ja am wichtigsten, dass man diese Reihe und diese Reihe zuerst sieht. Heißt also, ich könnte die hier so lassen, aber die drei könnte ich praktisch um 90 Grad rumdrehen. Dann hätte ich von hier immer ein klares Bild und dann hätte ich praktisch hier gleich mir... Ja doch, mache ich auch. Nicht lange rumreden, sondern einfach machen. Da und da. Easy. Okay. Jetzt haben wir quasi das hier genau gespiegelt hier. Also, das ist der Flügel, ist es genau so wie der Flügel. Und wir haben, wenn wir von da reinkommen, eine bessere Sicht, weil da keine Schönheitsfehler auftauchen. Sondern die Schönheitsfehler erst dann zum Erscheinen kommen, wenn man wirklich hier rumläuft. Da ja meine Frau im Keller eingesperrt ist und nur in die Küche darf, kommt sie hier nicht hoch. Und mir persönlich sind Schönheitsfehler egal, weil ich bin ein Mann. Ne? Damit wir auch ja schon alle Klischees gleich bedienen mit einmal. So. Damit habe ich mir jetzt garantiert Freunde gemacht. Kann das sein, dass sie viel zu viele Kisten gebaut haben? Ich habe mich total verrechnet, kann das sein? Aber die Zahl 204 war doch richtig, oder nicht? Nee, die kann gar nicht richtig gewesen sein. Irgendwie kam ich hier auf 150. Ich habe mit 30 mal 5 gerechnet, kann das sein? Wir hätten aber nur 15 mal 5 rechnen müssen. Ja, ich gehe mich begraben. Alles schön durchgerechnet, aber der Ausgangswert war komplett falsch.
Ah, jetzt haben wir viel zu viele Droh. Ah, leck mich doch. Das ganze schöne Holz einfach mal instant verschwendet. Oh Gott. Oh Gott. Spaß. Kann man mit dir noch irgendwas anderes machen? Nee, ne? Ah, man kann Tablets machen. Interessant. Any kind, irgendein Gegenstand, der zur Gruppe Dwarf gehört. Brauchen wir es eigentlich noch? Ich lasse die erstmal da. Können wir später entscheiden, was wir mit den Dingern machen. So, das jetzt, sieht jetzt hier aus wie so ein richtig schönes Lager. Nicey dicey. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und wir haben dafür jetzt gerade mal 10 Minuten gebraucht. Oder so. Ich dachte, ich brauche dafür eine halbe Ewigkeit. Toll, was mache ich jetzt die restlichen zwei Folgen? Ja, okay. Vielen Dank, dass wir mit Air Pandora geflogen sind. Ab morgen kommt wieder mein Test-Special. Da werde ich dann wieder die halbe Welt auseinandernehmen, neue Server einrichten und in dem Sinne schauen wir mit V. Klick, Spaß. Nee, seriously. Ich dachte, ich brauche dafür jetzt alle vier Folgen. Scheiße. Tja, da habe ich so schon gerechnet und damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Das ist natürlich traurig. Erstmal darauf ein Stückchen Kaffee trinken. Milchkaffee am frühen Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Okay. Ja, gut. Können wir uns eigentlich mal hier um die Einrichtung kümmern? Die Frage ist, was wollen wir hier machen? Also da hinten hatte ich gesagt, da kommt das Bett hin, Schlafzimmer und so. Küche war, glaube ich, hier. Und hier ist erstmal gar nichts. Da stellt man Käfig auf, da kommen die ganzen Zeugen Jehovas rein. Wenn ihr an der Tür klingeln, dann kommen wir gleich. Ja, schönen guten Tag, Zeuge Jehovas. Ich habe sie so lieb, ich würde sie gerne zu Hause auf einen Kaffee einladen. Ja, kommen Sie mal mit, schauen Sie mal hier. Hier ist so ein Schutzkäfig quasi, der schützt sie vor außerirdischen Wellen. Kommen Sie mal kurz rein, können wir hier nur Kaffee trinken. Hups, Sie sind da drinnen. Oh, Tür zu. Tja, jetzt kommen Sie nicht mehr raus, Pech gehabt. Hehehe, jetzt werde ich Sie als Sexsklave missbrauchen. Okay, nee, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben massig Holz, sehr schön. Was wir aber vor allen Dingen jetzt brauchen, sind Betten. Haben wir Wolle? Wolle wäre ganz wollig. Haben wir eigentlich... Ja, komm, ich ernte mal ganz frisches, dann haben wir richtig schön frisches Bett. Einmal hier durchfärschen? Genau, doch durchfärschen. Schön alles ernten hier. Es gibt nichts Spannenderes, als Feld abzuernten. Darüber könnte man glatt einen ganzen Hollywood-Streifen drehen. So. Dann wollen wir mal wieder alles hier einpflanzen, aufpflanzen, nachpflanzen. Mir vor wie so ein Saatroboter.
Ja, vollautomatische Saatverteilung hier. Könnte eigentlich gleich noch ein Feld bestellen, ne? Ich guck mal kurz, wie viele Samen wir haben. Ah, siehst du, genau, können wir gleich hier die ganzen Sachen noch umräumen. Eben, können wir gleich hier das Haus komplett auflösen. Also, wie gesagt, das Haus an sich bleibt bestehen. Aber, die Sachen aus dem Haus werden halt rübergeräumt dann. Von daher, der ganze Schund in den Kisten kommt alles komplett raus. So, was ich wissen wollte, sind Samen. Wie viele Samen haben wir? Wir haben ein bisschen... Ach, da. Okay, ja doch. Ja, doch, das reicht doch mal für ein neues Feld. Okay, dann machen wir das auch so. Dann legen wir jetzt noch ein Feld mit Wolle an. Das wollen wir ja alle. Ich will sterben, Alter. Ich bin zu alt für so eine Scheiße. Okay. Haben wir 4 Felder mit Weizen oder 3? Ne, doch 4, ne? Ja. Ne, doch 3. 3 Felder mit Weizen und 2 Felder mit Wolle, wobei so viel Wolle brauchen wir gar nicht mehr. Wofür eigentlich? Ne, komm, lass ich. Ne, wir machen mit dem Weizen machen wir nochmal ein komplettes Feld. Also hier das Feld machen wir dann mit Weizen. Also, achso, ja. Ja, hier haben wir nur ein halbes Feld. Beziehungsweise ist ja das eigentlich ein Feld und das ist ja ein Doppelfeld. Also haben wir ein halbes Doppelfeld mit Weizen. Das machen wir auch noch komplett voll. Und das wird dann auch Weizen. Das alles abzuernten, wird das bestimmt die restliche Folge dauern. Und ultra spannend sein. Also lehnt euch einfach zurück, schaltet Musik dazu und entspannt euch. Ich werde auch nicht reden, ich werde einfach nur noch abernten. Das wird ein Spaß. Und da guckt ein Penis raus. Das habe ich nicht gesagt. Wow! Siehst du, kriegen wir hier mit der Menge bestimmt gleich mal ein paar Awards. Mal gucken, ab wie viele kriegt man denn da Awards? Feldarbeiter. 25 kriegen wir auch definitiv. Wüsten, sehr simpel, schnell, sehr verlief, wow, hartes Block, Central. Lava, Banker, Bekehr, bla bla bla, Pharao, Bäcker. Achso, verpacken. Öl, Gas, Heiler, Hotel, Stempel, Wüstenlager, Industriell, Marsch, Schengelwachs, Profi, Bergabbau, Seetempelze, Völlig, Pufferberg, Unterirdung, Rosen, Lügen, Geld, Getreidemanager. Nee, ich glaube, das kriegen wir nicht. Aber es wird noch eine Zwischenstufe. Ich gehe einfach mal hier alles durch. Ist wahrscheinlich schneller. Ach ja, da. Die kriegen wir auch. Okay, kriegen wir also die ersten 3 Awards. Also einen haben wir ja jetzt schon. Lol, kein Problem. Ich habe schon wieder Störungen auf dem linken Ohr. Was ist denn da los? Habe ich wirklich Kontakt irgendwo? Auf jeden Fall habe ich geguckt, in der Aufnahme hört man davon nichts. Also das muss wirklich nach dem Ausgang aus dem Rechner sein, also irgendwo am Mixer liegen. Wobei ich habe keinen richtigen Mixer, sondern als Mixer nutze ich einen zweiten Laptop. Also kann bei dem auch irgendwo in der Soundkarte natürlich ein Fehler sein. Ja, keine Ahnung. Vor allem, das ist so ein ganz extrem tiefes Brummen. Also, wie gesagt, es ist eher so ein Rödeln. Das ist kein gleichmäßiges Brummen. Sondern, wie gesagt, es ist so ein... So ein ganz extrem tiefes Rödeln quasi. Von daher, keine Ahnung, woher das kommt.
Yay! So schnell habe ich 3 Awards noch nie hintereinander bekommen. Kann man eigentlich mal irgendjemand sagen, warum wir so riesige Felder gemacht haben, das werden wir nie im Leben brauchen. Nie im Leben. Digga, hiermit könnte ich alle Spieler des gesamten Servers bedienen. Ich könnte einen Markt aufmachen. Siehst du, wieso eigentlich nicht? Habe ich hier die Shop-Mod hinzugefügt mittlerweile? Ah, ja, ich habe hier eine andere Shop-Mod. Cool, dann könnte ich tatsächlich irgendwie mal so ein bisschen Zeug verkaufen. Wäre mal eine Idee. Ah, irgendwann mal. Geschafft. Und jetzt wieder alles einernten, einpflanzen. Übrigens müsst ihr mir mal sagen, ich glaube, ich hatte das schon mal gefragt, wie ihr dazu steht. Ich hatte mal so den Gedanken, einfach mal auf dem Vanilla-Server oder auf dem Minecraft-Server oder auf beiden einfach mal zu versuchen, nahezu alle Awards, also zumindest alle, die so im normalen Let's Play gehen, abzuarbeiten. Quasi so als Zielsetzung, ne? Let's Play hat ja, läuft mit Zielsetzung wesentlich besser, also man einfach nur die ganze Zeit hier rumdödelt. Ja. Und unser riesiger Tunnel da unten, wo jemand gemeint hat, dass das dass da ein Auto, ein Autobahntunnel. Damit hat er leider nicht ganz unrecht. Ja, es vor allen Dingen, es zieht sich halt so extrem, weil man durch die Schräge wesentlich langsamer arbeitet, als wenn es gerade wäre. Normalerweise habe ich mich einfach mit einer Leiter immer nach unten gebuddelt und habe dann mich nur waagerecht ausgebreitet mit diesem Tunnelsystem. Und da ging es immer relativ schnell. Nur wenn wir halt schräg runterbauen, dann muss ich halt immer gucken, dass ich wirklich in der Flucht bleibe. Und das verschlingt halt extrem viel Zeit. Weil man da halt natürlich extrem viel langsamer ist, als wenn man einfach direkt durchbaggern kann. Von daher zieht sich das leider doch etwas mehr, als ich gedacht habe, weswegen ich das auch so irgendwie vor mich herschiebe. Nun meinte der nette Herr, dass ich das ja einfach quasi einfach dünner fortführen kann, also so als 1x2-Tunnel. Also natürlich nicht direkt als 1x2-Tunnel, sondern ich werde es dann 4 hoch machen mindestens, damit man sich beim Hoch- und Runterlaufen nicht den Kopf die ganze Zeit anstößt. Aber ja, so in der Art, dass man quasi... dass ich das erstmal ein bisschen schmaler fortführe. Muss ich gucken, wie ich das mache. Ich bin ja noch relativ parteifrei. Ja, von daher. Keine Ahnung. Aber eben, das mit den Awards zum Beispiel, das wäre mal eine schöne Sache. Vor allen Dingen dadurch, dass es halt mehrere Awards gibt und wir die ja nicht in der festen Reihenfolge abarbeiten müssen, können wir da auch wunderbar mit einer Abwechslung arbeiten. Von daher würde sich das tatsächlich anbieten. Hä? Oh, hier ist er schon überall. Was mache ich denn hier? Wie gesagt, die Idee kam mir so, als ich damals die Award-Mod installiert hatte, hatte ich irgendwie gleich das Bedürfnis, gleich alle Awards zu bekommen.
Und ja, kurz danach hatte ich dann auch die Idee, dass man das ja auch im Let's Play machen könnte. Deswegen einfach mal in die Kommentare schreiben oder ins Forum schreiben, wie ihr dazu steht, wie man das, ob man das, also ob ich das machen soll. Wenn ja, könnt ihr auch Vorschläge machen, welche Awards ich zuerst in Angriff nehmen soll, auf was ihr am meisten Bock hättet. Ansonsten würde ich halt einfach, wie gesagt, alle so abarbeiten, wie sie halt am günstigsten kommen. Würde aber manuell auch versuchen, etwas Abwechslung reinzubekommen, dass wir jetzt zum Beispiel halt so wie hier nicht gleich alle Awards, die mit Weizen zu tun haben, mit einmal abarbeiten, sondern vielleicht erstmal die erste Stufe abarbeiten, dann was anderes machen, also einen anderen Award in Angriff nehmen und dann erst wieder mit dem einen Award weitermachen, weil gerade bei solchen Sachen wie Bergarbeiter, jetzt wäre ja blöd, wenn wir da wirklich 15.000 Blöcke in einem Stück abbauen. Erstens macht es Sinn, diesen Award in anderen einfließen zu lassen. Heißt also, dass wir diese 15.000 Blöcke abarbeiten, während wir andere Sachen machen, wo wir sowieso in die Höhle bauen, in die Tiefe bauen. Und so halt. Deswegen einfach mal in die Kommentare schreiben, auf welche Awards ihr am meisten Bock hättet, ob ihr überhaupt auf Awards farmen Bock habt. Oder ich lieber hier so. Ich wollte gerade sinnvolles Let's Play sagen, aber ist ja auch nicht wirklich das, was man jetzt als Inkarnation der Sinnvollhaftigkeit darstellen könnte. Ja, wie gesagt, einfach mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr Bock habt. Ich versuche es einfließen zu lassen. So, dann haben wir das auch bald wieder geschafft hier. Halleluja. Erfolg ist doch schon fast vorbei. Also zeitmäßig wäre sie jetzt schon quasi vorbei. Von daher passt das auch wieder perfekt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ups, Nano, keine Sa. Wow! Wir sind tatsächlich die Samen ausgegangen. Gott sei Dank, die Dinger geizig. Wir hatten über 70 Samen mehr dabei als wir und trotzdem. Nice. Na gut, dann würde ich mal sagen, mache ich an der Stelle Feierabend und in der nächsten Folge räumen wir denn das gesamte Zeug, was in den Kassenkisten ist, da rein. Das wird wahrscheinlich wieder nur 10 Minuten oder sowas dauern, von daher gucken wir mal, was wir denn machen. Ich lebe jetzt gerade irgendwie so ein bisschen spontan, weil, ja, hab keinen Plan. Schau. Mit V.